immer neue Rekordstände in den USA und inzwischen auch beim DAX. Und gleichzeitig haben wir aber sehr viele Wirtschaftsindikatoren, die sich zurzeit verschlechtern. Und zwar teilweise sogar ganz dramatisch. Und da stellt sich für uns als Anleger natürlich die Frage, wie lange geht das noch gut? Und vor allem aber auch, wie passt das alles zusammen? Und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Was haben Sie denn so vor nächste Woche? Wir könnten ja ein bisschen über die Weltmeere schippern. Wenn wir uns hier alle zusammentun, dann könnten wir zusammen einen Tanker chartern oder ein großes Frachtschiff und könnten schön ein bisschen übers Meer fahren. Das kostet zurzeit nämlich nichts. Das hier ist der Baltic Capesize Index. Der erfasst die Frachtraten für die großen Handelsschiffe. Und der ist jetzt unter Null. Man höre und staune, negative Frachtraten. Das gab's bis jetzt noch nie. Und weil ein großer Teil vom Welthandel ja über Schiffe abgewickelt wird, ist das für die Konjunktur, würde ich sagen, durchaus relevant. Und das gilt auch nicht nur für die ganz großen Schiffe, sondern es gilt für die Frachtraten insgesamt. Hier haben wir in hellblau auch noch den Baltic Dry Index. Der ist jetzt noch nicht unter Null, aber auch der Baltic Dry Index ist stark gefallen. Und beide Indizes, die fallen auch nicht erst seitdem wir das Coronavirus haben, also seit sich das ausbreitet, sondern die fallen im Grunde schon seit September. Und damit sind sie eigentlich in einem Zeitraum gefallen, in dem man gedacht hat, dass es wirtschaftlich global wieder aufwärts geht, weil sich ja der Handelskonflikt entspannt hat. Aber die Frachtraten, die sprechen momentan eine völlig andere Sprache. Und ein großer Vorteil von diesen Frachtratenindizes ist, dass das keine Stimmungsindizes sind. Man kann auch nicht auf diese Indizes spekulieren, man kann auch keine Futures drauf kaufen. Die werden also durch sowas auch nicht verzerrt, sondern diese Indizes, die erheben ganz schlicht und einfach die tatsächlichen Frachtraten. Jetzt können Sie natürlich sagen, diese Indizes, die hängen auch von anderen Dingen ab, also saisonale Faktoren zum Beispiel. Dann, ob es gerade zu viele Schiffe gibt auf dem Markt oder zu wenig Schiffe. Und damit hätten Sie durchaus auch recht. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass ein Einbruch vom Capesize Index auf unter Null, durchaus ein extremes Ereignis ist. Und es gibt außerdem ja auch andere Entwicklungen und die sehen auch nicht gut aus. Zum Beispiel der Ölpreis. Das hier ist Brent-Öl, 2 Jahre in US-Dollar. Und da sind wir jetzt fast wieder auf dem Tief von Ende 2018. Sie erinnern sich, Ende 2018, da hat es am Markt damals eine Panikattacke gegeben, auch in den USA. Da hatte man auch in den USA kurzzeitig Rezessionsängste. Und auf dem Niveau sind wir jetzt aber schon wieder. Das Einzige, was den Ölpreis momentan noch stützt, das ist die Hoffnung, dass die OPEC jetzt noch mehr Förderkürzungen beschließt. Also haben wir durchaus eine ganz interessante Konstellation bei Öl. Aber vom Konjunktursignal her, das vom Öl kommt, da ist das Ganze nicht so gut. Und das Gleiche beim Erdgas. Die Erdgaspreise sind momentan 30% unter dem Niveau vom Vorjahr. Der Flüssiggaspreis in Asien, der ist sogar auf Rekordtief. Und dabei ist Asien der Wachstumsmarkt für Flüssiggas. Und trotzdem, wir sind auch bei Flüssiggas und auch in Asien auf Rekordtief momentan. Und hier ist noch Kupfer. Kupfer ist für viele sogar ein ziemlich wichtiger Konjunkturindikator. Dr. Copper, wie man so schön sagt, Dr. Copper, der weiß, wo es lang geht mit der Weltwirtschaft. Und am Anfang von diesem Jahr, da hat es noch viele Analysten gegeben, die gesagt haben, jetzt startet Kupfer durch. Kupfer ist unterbewertet und der Kupfermarkt ist auch unterversorgt und so weiter und so weiter. Und auch daraus ist aber nichts geworden. Ganz im Gegenteil, auch Kupfer ist jetzt auf 2 Jahrestief. Das heißt jetzt nicht, dass es da auch bleibt. Bei Öl ist es genauso. Das sind
zwar interessante Rohstoffe. Ich vertiefe das jetzt aber nicht weiter, denn dazu gibt es nächste Woche von uns einen Zukunftsmärkte-Report, speziell zu Öl und Kupfer und anderen konjunktursensiblen Rohstoffen. Und die Reports von uns, die sind auch komplett kostenlos. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch unter dem Beitrag. Also melden Sie sich an, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Dann kriegen Sie von uns regelmäßig unsere Gratisanalysen und diesmal eben der mittelfristige Ausblick für Öl, Kupfer und andere Rohstoffe. Aber wir waren bei der globalen Konjunktur. Und wie gesagt, die Signale und die Indikatoren gehen steil nach unten. Das hängt natürlich zusammen mit dem Coronavirus. Ja, der wirtschaftliche Schaden ist vermutlich groß, vor allem selbstverständlich in China, aber indirekt natürlich auch weltweit. Das Interessante ist aber, dass man den Coronavirus an den Börsen jetzt auch schon wieder weggesteckt hat eigentlich. Also das wird schon noch verfolgt, wie sich das entwickelt, aber man hat sich am Markt im Großen und Ganzen darauf geeinigt, dass das der Wirtschaft zwar schaden wird, aber dass dieser Schaden wahrscheinlich vorübergehend ist. Und darum kann man ihn ignorieren. Das ist momentan der Konsens, sonst hätten wir ja auch keine neuen Rekordstände am Markt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, der Coronavirus stützt den Markt zurzeit sogar, so absurd das klingen mag. Aber dadurch, dass wir wissen, der Aktienmarkt steckt das jetzt wahrscheinlich weg, zumindest solange das Ganze nicht völlig eskaliert, dadurch hat jeder Anleger jetzt auch einen guten Grund, nicht zu verkaufen, egal was an Daten reinkommt. Es ist ja schon so, wir werden in den nächsten Monaten schlechte Wirtschaftsdaten reinkriegen. Aber ohne dass es an der Börse jetzt jemanden juckt. Also ob jetzt die chinesische Wirtschaft nur noch 5% wächst im ersten Quartal oder gar nicht mehr wächst, das ist auch schon fast egal. Wir wissen ja alle, es liegt nur, in Anführungszeichen, nur am Coronavirus. Also müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen, weil alles, was reinkommt, das wussten wir ja schon vorher. Und darum können wir jetzt auch alle erstmal ganz beruhigt sein. Interessant wird, was dann danach kommt. Also wenn das Virus eingedämmt ist eines Tages hoffentlich. Weil dann brauchen wir wirklich eine wirtschaftliche Erholung. Mit der rechnet jeder jetzt auch schon. Und wenn wir die nicht kriegen, dann sieht es eigentlich relativ schlecht aus. Jetzt ist es egal, in ein paar Monaten sind Wirtschaftsdaten dann schon wieder relevanter. Sofern Wirtschaftsdaten an der Börse zurzeit überhaupt relevant sind. Das ist nämlich die nächste Frage, die man sich auch langsam mal stellen muss. Sie sehen hier Rendite auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Das ist ein Chart, den zeige ich immer wieder gern. Was haben wir hier bei den Zinsen in den USA auf 10-jährige Staatsanleihen? Wir haben einen starken Anstieg von 2016 bis 2018. Die US-Wirtschaft ist also wieder gelaufen, die Zinsen sind stark nach oben gegangen. Aber dann Ende 2018 ein kompletter Einbruch. Und auch Zinsen sind ja ein Indikator und in dem Fall auch ein Warnsignal, weil normalerweise signalisieren stark fallende Zinsen einen wirtschaftlichen Abschwung. Und dazu kommt ja noch, dass die US-Zinskurve invertiert ist momentan. Das heißt, wir hätten eigentlich sogar eine Art Rezessionssignal. Und so niedrig wie die Zinsen momentan sind in USA, rechtfertigt das eigentlich keine Rekordstände am Aktienmarkt. Es ist nur so, dass ich das Gleiche schon mal gesagt habe, vor ungefähr 7 Monaten. Da war die Situation ganz ähnlich. Es gab auch da Rekorde am US-Aktienmarkt und gleichzeitig sind die Zinsen damals ja massiv gefallen. Und auch da sind wir vor der Frage gestanden, was passiert hier eigentlich? Und ich habe damals die Vermutung geäußert, dass einer der beiden Märkte sich wohl irrt, also entweder der Aktienmarkt oder der Bondmarkt. Beides gleichzeitig kann ja irgendwie nicht sein. Es sei denn, und das habe ich auch erst lernen müssen, es sei denn, dass die Angst am Bondmarkt, wegen der die Zinsen gefallen sind,
dass die überhaupt erst die Voraussetzungen geschafft hat dafür, dass der Aktienmarkt jetzt oben bleibt. Es war nämlich offensichtlich so, der US-Aktienmarkt, der hat zu der Zeit gar keine guten Konjunkturaussichten gebraucht. Was er wirklich gebraucht hat, das war, dass die Zinsen wieder fallen. Und das hat er letztes Jahr auch gekriegt. Und darum ist er immer noch oben. Oder aber, es ist eigentlich ja sogar noch viel besser gewesen. Der Markt ist in den Genuss gekommen von fallenden Zinsen, wie gesagt, und von Zinssenkungen. Und den Preis dafür, den er normalerweise zu zahlen hat, nämlich einen Abschwung oder eine Rezession, den hat er aber nicht bezahlen müssen. Die kam nämlich nicht bis jetzt. Und da muss man sagen, besser hätte es eigentlich auch gar nicht laufen können. Fallende Zinsen ohne den dazugehörigen Abschwung, das ist für einen Aktienmarkt natürlich das Optimale. Ich glaube im Übrigen nicht, dass die fallenden Zinsen in den USA jetzt tatsächlich eine Rezession verhindert haben, sondern diese Rezession, die man da befürchtet hat, die kam einfach nicht, weil die US-Wirtschaft einfach noch einen gewissen Schwung gehabt hat, nicht zuletzt durch das Konjunkturprogramm von Donald Trump, das Schulden finanzierte. Der Bondmarkt hat damals zumindest das Rezessionsrisiko überschätzt und davon hat dann der Aktienmarkt am Ende profitiert. Das heißt aber nicht, dass das immer so sein wird. Und sowas ist natürlich auch nicht nachhaltig. Wir können ja nicht ewig eine Konstellation haben, in der die Marktzinsen viel zu niedrig sind in Relation zum Wachstum. Irgendwann wird entweder das Wachstum das tun, was die Zinsen prognostizieren und es geht nach unten, oder aber das Wachstum geht nicht nach unten und dafür sind dann aber die Zinsen zu niedrig. Das Gleichgewicht ist also schon aus dem Lot und das wird umso gefährlicher, je höher natürlich die Bewertungen sind. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, das ist die neue Normalität, so ist es eben. Das ist ja auch der Grund, warum die Aktien so steigen, weil sie ja im Verhältnis zum niedrigen Zinsniveau oder zum nicht vorhandenen Zinsniveau so attraktiv sind. Und das wird auch immer so weitergehen. Und daran ist auch viel dran, das ist völlig klar. Niedrige Zinsen, so wie wir sie momentan haben, die rechtfertigen grundsätzlich hohe Aktienkurse. Und vielleicht ist das in 5 Jahren auch immer noch ganz genauso, wie es heute ist. Was ich aber nicht glaube, das ist, dass der Aktienmarkt immer nur ausschließlich von der Liquidität getrieben wird und dass er auf die wirtschaftliche Lage jetzt gar nicht mehr reagiert in Zukunft. Es gibt ja auch jetzt absolut Aktien, die am Boden liegen, wirklich. Nämlich zyklische Aktien zum Beispiel. Also Autos, Stahl, eigentlich ein großer Teil von der gesamten produzierenden Industrie. Also der Markt nimmt die schlechte Wirtschaftslage schon zur Kenntnis. Der merkt es schon, wenn sich irgendwo die Situation verschlechtert. Sogar in den USA. Nur für den Gesamtmarkt, für alles insgesamt, da geht es eben nach oben, weil man der Meinung ist, die niedrigen Zinsen und die Wirtschaftslage unterm Strich, die rechtfertigen trotzdem hohe Bewertungen. Und auch das ist natürlich vor allem ein US-Phänomen. Das haben wir zum Beispiel in den Emerging Markets überhaupt nicht. Aber wie gesagt, dieser Anstieg in den USA, der basiert auf zwei Säulen und beide zusammen kann man aber nicht ewig haben. Eine der beiden Säulen, die bricht irgendwann mal weg. Und was dann passiert oder wann das passiert, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn ich es wüsste, ich würde es Ihnen natürlich sagen, ist klar, aber ich weiß es leider auch nicht. Der Markt ist natürlich immer noch in einer relativ guten Verfassung, aber wenn man die Bewertungen sieht, dann fühlt man sich trotzdem etwas unwohl. Und so geht es mir persönlich auch. Denn wir haben ja außerdem weltwirtschaftlich gesehen immer noch etliches an Problemen. Das ist mal das eine. Und ich fange mit diesen ganzen Problemen, die wir haben, jetzt gar nicht an, weil da sitzen wir morgen immer noch da. Und das haben wir aber in Kombination mit sehr hohen Bewertungen und außerdem mit einer
ausgesprochen hohen Sorglosigkeit auch am Markt, vor allem eben auch wieder in den USA. Und diese Sorglosigkeit, die haben wir auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und alles in allem ist das nicht wirklich gut. Aber was fangen wir damit jetzt an? Ich werfe Ihnen nur kurz mal was hin. Wir werden das auch irgendwann mal vertiefen, sicherlich. Aber ich habe ja immer wieder das Thema gestreift, aktiv investieren versus passiv investieren. Was ist besser? Und ich habe auch immer wieder mal durchblicken lassen, dass ich eigentlich einen aktiven Investmentansatz bevorzuge. Ich habe nie behauptet, dass man damit jetzt den Markt schlägt. Ich glaube auch, das ist gar nicht mal so sehr der Anspruch. Man versucht natürlich in gute Aktien zu investieren, aber das ist nicht unbedingt der Anspruch. Aber was der aktive Anleger hat, im Gegensatz zum passiven Anleger, er hat ein Risikomanagement oder er sollte zumindest eins haben. Egal welches. Also ob sie jetzt Gewinne immer wieder mal mitnehmen oder ob sie mit Stoppkursen arbeiten, ob sie Absicherungsinstrumente einsetzen, ob sie Rebalancing machen oder was auch immer. Sie haben als aktiver Anleger immer irgendwie ihr Risiko im Auge. Und die, die passiv investieren, die sagen uns immer, das ist alles Blödsinn, das bringt nichts, das kostet nur Rendite. Und das mag schon so gewesen sein in den letzten 10 Jahren. Es ist immer aufwärts gegangen und was immer man gemacht hat zur Risikobegrenzung, das war höchstwahrscheinlich falsch. Und es wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn man an seinem Depot gar nichts gemacht hätte. Und das bekommt man dann ja auch immer wieder gesagt. Man kriegt gesagt, sitzen Sie doch die kleinen Kursschwankungen, die wir haben, einfach aus. Was ist davon zu halten? Ich halte das Ganze für eine Schönwetterphilosophie. Mehr ist es nicht. Die Realität, die sieht nämlich so aus. Das ist der S&P 500 Index, also mehr oder weniger der breite US-Aktienmarkt. Und das in den letzten 30 Jahren. Und was man hier ganz schnell sieht, es geht nicht um kleine Kursschwankungen. Das Entscheidende ist, dass wir lange Rallye-Phasen haben, immer wieder, und die werden aber jeweils unterbrochen durch Einbrüche, und diese Einbrüche, die sind schwer und die sind hart. Das ist jetzt kein Naturgesetz, aber in den letzten 30 Jahren war es so. Und in diesen Crash-Phasen, da wird extrem viel Anlegergeld wieder vernichtet. Und wir sind jetzt aber an einem Punkt, an dem der S&P 500 Index schon mehr als doppelt so hoch steht wieder als bei den letzten Hochs im Jahr 2000 und im Jahr 2007. Ob darum jetzt ein Crash kommt, wie gesagt, ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Aber was ich Ihnen sagen kann, als passiver Investor würde ich mich spätestens jetzt nicht mehr besonders wohlfühlen. Und ich würde mir irgendwie Gedanken machen über mein Risiko. Und wenn das dann heißt, dass ich jetzt in Zukunft 20 Mal ganz blöd ausgestoppt werde oder sowas, dann stehe ich auf dem Standpunkt, dann habe ich eben Pech gehabt. Dann ist es eben so. Und wenn die Rallye jetzt noch 5 Jahre oder 10 Jahre weitergeht und mein Depot bleibt jedes Jahr hinter dem Markt zurück, weil ich so vorsichtig bin, weil ich doof genug bin, nicht mit dem Markt zu gehen, dann ist es eben auch so. Aber das ist mir alles lieber, als wenn es in einem Jahr, wenn es ganz dumm läuft, 70% von meinem Depot auf einmal weg sind. Und dann brauche ich wieder 20 Jahre, bis ich wieder auf Null bin. Das ist nämlich ganz sicher auch nicht das Ziel. Und wir müssen uns wirklich immer vor Augen halten, das Risiko am Markt, das geht nicht dadurch weg, dass wir alle so tun, als gäbe es dieses Risiko nicht. Sondern ganz im Gegenteil, dadurch bauen sich Risiken an den Märkten oft erst auf. Das ist zumindest meine Meinung. Wie gesagt, wir werden das hier sicherlich noch vertiefen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich Sie auch noch oft hier beim Zukunftsmärkte-Kanal begrüßen kann, wenn Sie ihn vielleicht sogar abonnieren. Und falls Sie das tun, dann bitte immer auch gleich auf die berühmte Glocke drücken. Die Glocke bedeutet nämlich, Sie werden benachrichtigt, wenn neue Videos da sind. Und dann sehen Sie eben auch, was ist diesmal das Thema und worum geht es diesmal.
Und nicht vergessen natürlich, denken Sie dran, dass Sie sich noch anmelden für die Zukunftsmärkte-Reports. Wie gesagt, diesmal ganz antizyklisch mit Öl, mit Kupfer und anderen konjunktursensiblen Rohstoffen. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.